Hallo, schön, dass du heute beim Intervalltraining mit dabei bist. Ich bin Anne und ich werde dich heute gemeinsam mit Valerie durch diese 30 Minuten durchführen, während denen wir tatkräftig von Alex unterstützt werden. Wir machen heute ein hochintensives Intervalltraining, aber lass dich nicht von dem Wort hochintensiv abschrecken. Wir haben natürlich super viele Trainingsmöglichkeiten und Übungen zur Auswahl, sodass du das genaue Level für dich einfach finden kannst. Nach dem Warm-up werden wir so einen kleinen Ausflug, einen ganz kurzen nach Ägypten machen, denn wir haben heute zwei Pyramiden für euch im Gepäck. Ihr werdet nachher sehen, was da noch kommt. Und dann würde ich sagen, schnappt euch was zu trinken, ein Handtuch macht ein bisschen Platz und los geht's mit dem Warm-up. Wir joggen einfach locker auf der Stelle, die Arme an der Seite. Und wenn ihr heute schon von Anfang an vielleicht nicht springen möchtet, wegen euretwegen oder wegen euren Nachbarn, dann marschiert. Die Atmung fließt ganz locker. Wir versuchen langsam den Puls etwas nach oben zu fahren. Ziehen die Fersen Richtung Gesäß. Strecken die Brust und entspannen unsere Schultern. Du kannst auf den Beat oder gegen den Beat arbeiten. Komm in den Backstep Lunge. Immer abwechselnd. Ein großer Schritt zurück. Beide Knie beugen. Und ein vorderes Knie bleibt möglichst hinter deinen Zehenspitzen. Schließ die Hände vor der Brust und dreh dich jetzt über dein vorderes Knie zur Seite. Spür vielleicht so einen leichten Stretch in Hüfte und Oberschenkel. Dreh aus deiner Brust heraus. Okay, komm in den Squat. Locker in deinem Tempo. Schieb den Po weit zurück. Beug beide Knie gleichzeitig. Und wenn du oben bist, spann hier den Po an. Bauchspannung. Okay, du kannst entweder hier bleiben oder du setzt die Hände auf, läufst in einen Hover zurück und kommst wieder nach oben. Such dir deine Option aus und wenn du noch mehr willst, dann spring jetzt in den Burpee. Arbeite in deiner Geschwindigkeit. Spann den Bauch auch hier an. Hälfte durch, ungefähr 15 Sekunden mehr. Wenn dir das zu viel ist, denk dran, du kannst jederzeit in den Squat oder zurück laufen. Komm jetzt nach unten und setz einmal rechts nach vorne und einmal links. Wir versuchen die Hüfte zu öffnen. Die Schultern sind über deinen Handgelenken. Hoppala. Und du kannst gerne auch auf deinen Knien arbeiten. Zieh jetzt den Bauchnabel nach innen. Halt den Nacken lang. Einmal mehr noch. Dann komm nach oben und direkt in einen Skater. Ohne Sprung, jederzeit möglich. Tap einfach locker auf. Stolze Brust, nimm die Arme mit dazu. Und drück dich schön vom Boden ab. Atmung fließt. Jetzt sollte uns schon so ein kleines bisschen warm geworden sein. Alle Gelenke sind durchbewegt. Beine, Oberkörper, Arme. Komm zurück ins Joggen. Oder auch in den March, wenn du möchtest. Es geht gleich los mit dem ersten Teil unseres Workouts. Und dafür übergebe ich jetzt direkt einmal nach hinten an die Valerie. So, haben wir auch von meiner Seite. Wir gehen, wie Anne schon gesagt hat, in die erste Pyramide. Gehen von 15 Sekunden nach oben auf 20, 30, 40, 50 und starten unten am Boden. Das heißt, in den Push-Ups. Die Hände sind unter den Schultern, der Bauch ist fest. Auf den Knien oder auf den Zehen. Das heißt, mach dich schon mal bereit, komm nach unten. Genau. Los geht's. Bring die Brust auf Ellbogenhöhe. Wenn die Musik sich verändert, gehen wir in eine andere Übung, in die Mountain Climbers, 20 Sekunden lang. Kurze Pause.
entspann die Schultern, entspann den Nacken kurz. Du merkst, die Herzfrequenz geht Stück für Stück nach oben. Los geht's. Zieh die Knie nach vorne, halt den Bauch fest und dann gib hier mal ein bisschen Speed in die Sache rein, sodass wir maximalen Output von den 20 Sekunden haben. Sehr gut. Komm in den Stand. Wir gehen von unten nach oben, sind jetzt schon bei den 30 Sekunden angelangt. Aus dem Squat, Plank, Squat, Stand in den Burpee. Du kannst das Ganze auch springen, sodass du an deine maximale Frequenz rankommst. Halt den Bauch auch hier super fest, von der Umlenkung und der Horizontalen in die Vertikale zu wechseln. Sehr gut. Und dann schau mal hier vom Alex, wie er die Hände direkt unter den Schultern hat und sich hier die letzten Sekunden noch durchkämpft. Kleine Pause. Wir haben die Airjacks entweder am Boden oder in der Luft. Los geht's. Starte hier. Oder, wenn du mehr möchtest, geh nach oben. Wie so ein Seestern. Dein Kopf bleibt fest und die Arme und Beine ziehen explosiv nach außen. Jawohl. Sehr schön. Kleine Pause. Wir machen mit den 50 Sekunden weiter. Squat, Impuls. Hinten unten. Und dann bringen wir hier ganz locker von oben nach unten. Wenn du mehr möchtest, gib die Arme nach oben. Gib die Brust nach vorne oben. Und dann spür die Spannung in den Beinen und Po. Was? An der Spitze der Pyramide angelangt. We are united in our differences. We are yours. Geh noch ein bisschen tiefer, wenn du kannst. What's up, boy? You can find me in my anfangen zu schwitzen. Kleine Pause. Wir sind ganz oben. Gehen von oben wieder nach unten. Heißt also 40 Sekunden in die Airjacks oder am Boden. Los geht's. Die Anne zeigt dir noch eine andere Variation, die du wählen kannst, wenn du absolut keinen Sprung einbringen möchtest. So, und jetzt bring noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit rein. Kurze Pause, 30 Sekunden Burpees, wieder aus dem Squat, nach unten und nach oben, mit oder ohne Jump. Du hörst mich schon atmen, es geht weiter. Solltest du so langsam an deine Grenze kommen, jetzt wenn es anfängt anstrengend zu werden, dann bringt es auch was. Dann bist du an deiner individuellen Grenze dran. Oder versuch mal die Grenze hier zu mögen und dich hier mit dem Selbst herauszufordern. Kurze Pause.
Wir gehen auf den Boden. Die letzten zwei Übungen. Mountain Climber. Atme nochmal durch. Dann komm langsam auf die Zehen und starte mit den Knien nach vorne. So, das meiste haben wir geschafft. Es sind hier noch die letzten 20%. Nur noch eine Übung. Das wären die Push-Ups. Die letzten Sekunden. Los geht's. Auf den Knien oder auf den Zehen. Und dann drück den Boden von dir weg. Lass es in der Brust spüren und im Bauch. Und dann geht's auch schon über in die nächste Pyramide. Puh. Erste Runde geschafft. Ich glaube, es hat euch so einen Eindruck verschafft, worum es hier geht und wie weit wir heute über uns hinauswachsen. Trinkt gern einen Schluck, macht euch kurz locker. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Kreist die Schultern, schüttelt die Beine aus. Wir folgen dem gleichen Prinzip. 15 Sekunden, 20, 30, 40, 50. Alles wieder nach unten. Und dieses Mal etwas andere Übungen. Komm gerne schon mit nach unten. Denn wir starten auch hier mit einem Push-Up. Dieses Mal schulterbreit. Und die Arme ganz eng am Körper für den Trizeps-Push-Up. Wenn es zu viel wird, Knie weiter vor. Ellenbogen Richtung Knie. Okay. Und dann kann es losgehen. Macht euch bereit. 15 Sekunden. Auf geht's. Saubere Technik und dafür trotzdem gutes Tempo vorlegen. Schultern tief, weit weg von den Ohren. Arme eng am Körper. Bauchnabel zieht nach innen. Und zieh dich einmal kurz zurück. Zweite Runde 20 Sekunden. Hovercheck oder der Tap nach außen. Komm nach unten, Bauch fest. Und dann starte auch hier mit uns in 20 Sekunden. So, jetzt geht's um Speed. Und trotzdem bleibt dein Po immer schön auf Höhe deiner Schultern. Nutz die Option, die sich heute für dich gut anfühlt. Wenn es zu viel wird, halte im Hover Füße oder Knie. Gut gemacht. Drück dich langsam nach oben. Wir machen weiter im Stand mit dem High Knee Run. Das heißt Knie vor die Hüfte oder aus dem Stand nach oben. Los geht's. Jetzt. Versuch auch hier schnell zu arbeiten und nutz die Kraft deiner Arme. Die Knie ungefähr auf Hüfthöhe nach oben. Deine Option hier, etwas langsamer und abwechselnd. Ja, die sind hier schnell unterwegs. Ich habe jetzt zu Hause auch fast geschafft. Und Pause. Okay, deine Herausforderung, 40 Sekunden. Power Lunge oder Backstep Lunge wie ein Warm-up. Ein Atemzug noch. Und jetzt geht's weiter. Es geht nicht darum, dass du hochspringst, sondern dass du die Beine schnell wechseln kannst. Hinteres Knie tief gebeugt, vorderes Knie hinter deinen Zehenspitzen. Deine Option, auch hier Tempo und Backstep Lunge, okay? Dein Puls ist richtig weit oben und die Fettverbrennung läuft auf Hochtouren. Streck die Brust. Bleib tief. Auch wenn es zieht, mach weiter. Fast hast du es. Und geschafft. Kleine Bewegung nach rechts und links. 3-2 Tap. 3-2 Tap. Oder 2 Schritte. 50 Sekunden. Wir sind on top. Nach rechts geht's los. Los. Schau mal auf die schnelle Beinarbeit. Und wenn du im Schritt arbeitest, setz dich richtig schön tief, um Beine und Gesäß zu aktivieren.
Versuch immer, mit der gesamten Handfläche auf den Boden zu kommen, sodass du richtig tief nach unten arbeitest. Die Hälfte haben wir schon. Spann auch hier deinen Bauch an. Bleib stabil im Oberkörper. Noch etwas schneller. Die letzten Sekunden. Countdown läuft. 3, 2, 1. Wow. Es geht auf den Weg nach unten mit den Power Lunges. Einmal noch 40 Sekunden und dann wird's absehbar. 30, 20, 15. Bereit? Leg los. Power Lunge oder immer noch der Backstep Lunge. Jetzt kipp nicht nach vorne, sondern halt dich stolz. Ganz stolz. Beug dein hinteres Knie genauso wie dein vorderes. Nimm die Arme mit und versuch noch ein bisschen schneller und dabei tief zu bleiben. Oh, der ist fies. 40, 50, 40. Tödliche Kombi. Okay. 30 Sekunden. High Knee Run. Oder Single Knee nach oben. Danach geht's wieder auf den Boden. Hau noch einmal richtig rein. Bring den Puls hoch. Und auf geht's. Schnell. 30 Sekunden. Gehen super schnell vorbei. Schulter nach hinten, Brust raus, Knie höher. Hälfte schon durch. Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1. Und es geht tiefer. Hoverchecks. Nur kurze 20 Sekunden. Danach noch einmal die Push-Ups. Und dann sind wir fast erlöst. Komm auf die Unterarme, Schultern über die Ellenbogen, Knie oder Füße und los geht's. Denk dran, dein Po ist nicht hier oben, nicht hier unten, sondern genau hier in der Mitte. Bauchnabel nach innen, langer unterer Rücken. Lauf oder spring und zwar schnell. Okay. Zieh dich zurück und bereite dich innerlich vor für die Trizeps-Push-Ups. Unsere letzte Hürde der letzten Pyramide. Hände unter die Schultern, Gewicht nach vorne, Knie oder Füße. Und jetzt zieh durch. 5, 10 Sekunden. Gib alles. Wir wollen einen starken Oberkörper, wohlgeformte Arme und einen festen Bauch. Okay, gut gemacht. Zieh dich zurück. Roll dich langsam nach oben auf. Und die Schulter nach hinten. Stell einen Fuß auf. Komm nach oben. Trink gern noch mal einen Schluck. Und dann geht's jetzt an unsere versprochene Challenge. Push-Pause bedeutet, wir haben einen Track. Der geht eine Minute. Und wir machen eine Übung auf die Musik. Sobald die Übung aufhört, überreise ich nach Jerusalem, halten wir eine andere Übung. Okay. Ihr habt 27 Sekunden Zeit, bis es richtig losgeht. Schaut einmal zu mir. Wir haben den Air-Tap, Hacken zusammen und tief. Oder optional den Squat. Wenn die Musik aufhört, halten wir hier unten, Arme oben, Bauch fest, bis die Musik wieder anfängt. Die hinter der Kamera haben ein bisschen Spaß. Ich weiß nicht, wie sie es aufteilen, aber wir ziehen gemeinsam durch. Los geht's. Erste. Schnell, tief und hoch. Okay, wie lange es wohl geht? Oh, erstes Mal, bleib tief. Freedom Squat. Halte, halte und zieh weiter durch. Beug die Knie. Halte. Noch weiter. Ist ganz cool, wenn man nicht weiß, wann was kommt. Puh.
richtig gemein. Da haben wir uns keinen Gefallen getan. Wenn es zu viel wird und du merkst, du brauchst eine kurze Pause, komm in den Squat. So wie ich. Halte. Die lässt uns nicht genug Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Track noch dauert. Ich weiß nur, dass es weh tut. Es tut weh. Und wir testen unsere Grenzen aus. Oh, das war's. Dankeschön. Gleiche. So, das Marketing hat weiterhin seinen Spaß. Wir haben als Übung Single Leg, Single Arm Burpee oder beide. Der Alex wird dir auch immer wieder die Option zeigen. Ich würde sagen, eine Minute. Die Mareike stoppt die Zeit. Beast Mode on. Und los. Halte. Und wieder hoch. Und dann schieß hier explosiv nach oben. Hier hast du keine Zeit zum Nachdenken. Einfach machen. Halte. Bauch fest. Und wieder nach oben. Beide Arme. Oder einer. Halte. Gleich haben wir es geschafft. Kämpf dich jetzt noch durch. Das schaffen wir jetzt auch noch. Go for it. Halten. Und die letzte Runde. So, wir haben es geschafft. Ziemlich gut. Jetzt kommt das Cooldown. Atme noch einmal tief ein und lang und entspannt wieder aus. Und dann komm mit dem Einatmen den Arm nach oben. Mit dem Ausatmen nach ganz unten. Entspann die Schultern, entspann den Nacken. Einatmen, halbe Vorbeuge, aktiviere den Rücken. Ausatmen, Hände auf die Matte in die Plank. Und von hier Po zurück. Stretch die Waden, schieb die Fersen so weit wie möglich nach unten. So, wir fangen im Wechsel an, Fersen nach hinten unten zu schieben, so dass du hier so einen Walking Dog machst. Dann stopp die Bewegung. Heb mit dem Einatmen dein rechtes Bein nach oben. Mit dem Ausatmen rechter Fuß vor, linkes Knie auf den Boden, einatmen, Arme hoch. Schieb die linke Hüfte nach vorne. Belohn dich hier mit einem Stretch im Lunge. Ausatmen, Hände auf die Matte, komm zurück in den Dog. Einatmen, linkes Bein nach oben. Ausatmen, linker Fuß nach vorne. Rechtes Knie auf dem Boden. Einatmen, Arme hoch. Spür, wie die Atmung wieder langsam wird. Ausatmen, Hände auf dem Boden, wieder zurück in den Dog. Dann lauf gemütlich nach vorne mit den Füßen zwischen die Hände. Beug die Beine und roll dich Wirbel für Wirbel in den Stand auf. Einatmen, Arme weit nach oben. Ausatmen, schieb die Hüfte vor, kleine Rückbeuge. Einatmen, falt die Hände hinterm Rücken.
Ausatmen, schieb die Faust nach unten. Heb die Brust nach oben. Öffne die Körpervorderseite. Ausatmen, lösen. Einatmen, Arme weit. Noch einmal ausatmen, nach ganz unten. Greif die Ellbogen. Lass den Kopf hängen. Vielleicht bewegst du den Kopf leicht von rechts nach links. Dann beug die Beine, roll dich wieder langsam nach oben auf. Es war eine halbe Stunde hochintensives Training mit uns dreien. Ich hoffe, du bist genauso fertig wie wir. Und bis hoffentlich bald in den Studios. Danke ans Marketing für die Unterstützung. Und bis bald.